Ein hartes Stück Arbeit steht uns da bevor. Nicht nur mit der gesamten Saison, also Teamkollegen schlagen das allererste Ziel und Weltmeistertitel peile ich ja auch irgendwie zumindest eben als Ziel an. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2015. Großer Preis von Monaco und das ist eben auch ein starkes Stück, was wir vor uns haben werden. Da brauchen wir eigentlich gar nicht groß darüber reden. Ich gehe einfach mal wieder raus, weil ich es einfach kann. Wir schwingen uns direkt mal auf die Strecke, denn ich will die Zeit wieder nutzen, ich will mich wieder auf der Strecke zurechtfinden, denn wir haben ja ein Ziel, so viele Punkte wie möglich mitnehmen. Spanien, ja, also da habe ich ja schon irgendwie mit einem Treppchen gerechnet. Im Normalfall wäre das auch so gekommen. Normalfall eben nicht diese 10 Sekunden Strafe, wegen Streckenbegrenzung überschritten. Naja, hätte ich mir auch mal durchlesen können, aber ich hatte meine Augen, meine Gedanken einfach woanders. Hätte ich da eine Rückblende ansonsten eingesetzt? Ich weiß es nicht. Jetzt im Nachhinein? Weiß nicht. Ist aber an sich egal. Wir müssen jetzt einfach damit leben, was wir haben. Und das sind eben die, relativ gesehen, mickrigen Punkte. Und da heißt es hier heute in Monaco, was leisten, irgendwas leisten. Am besten kein Regen. Das wäre schon mal schön. Heute kommen wir ins Fürstentum Monaco. Definitiv ein Favorit bei den Fans und bei den Fahrern. Wir haben die Fahrer befragt und sie alle nannten diese Strecke als die, wo sie unbedingt einmal gewinnen wollen. Monaco bietet eine enge, herausfordernde Strecke, auf der die Fahrer oft Rad an Rad kämpfen. Es fehlen zwar gute Überholmöglichkeiten, aber dafür bietet Monte Carlo eben dieses einmalige Gefühl von Glanz und Glamour. Monaco ist die wohl prestigeträchtigste Strecke der Formel 1. Kein Wunder also, dass sie bei Formel 1-Fans auf der ganzen Welt außerordentlich beliebt ist. Etwas ganz Besonderes eben. Alle Jahre wieder das gleiche Szenario. Die Löwskurve ist die langsamste Kurve aller Strecken der Formel 1. Sie wird gerade mal mit 50 km/h gefahren. Und gerade in der ersten Runde des Monaco Grand Prix kommt es hier immer wieder zum berühmt-berüchtigten Ziehharmonika-Effekt. Alle sind froh, wenn sie da durchkommen, ohne ein paar Teilchen zu verlieren. Die Kurve ist so eng, dass die Teams für das Rennen eine spezielle Zahnstange verwenden, da die Wagen sonst die Strecke nicht schaffen würden. Man kann in der Löwskurve überholen, aber oft führen solche Überholmanöver nur dazu, dass eins der Fahrzeuge sich eine gebrochene Nasenspitze holt. 5 von 19 Rennen haben wir jetzt schon erlebt. Und erlebt ist auch ein gutes Stichwort. Ihr habt jetzt schon das Qualifying in Australien erlebt, das heißt schon. Ich habe mich ja beim für mich letzten Wort zum Sonntag dafür entschieden, eine gute Dreiviertelsekunde, dass ich jetzt jeden Tag F1 2015 bringen werde. Also aktuell hier Monaco freies Training, 5x3 sind 15, 2 Folgen sind weg. Also habe ich aktuell 13 Folgen Vorlauf und meinen Vorrat habe ich jetzt vor, immer weiter auslaufen zu lassen. Also ich nehme die Woche wahrscheinlich immer 6 Folgen auf. Und wenn 7 rauskommen, ja, von Woche zu Woche immer eine Folge weniger, was ich da dann auf Lager habe. Damit ich dann bis zu F1 2016 ganz gut hinkomme. Mal sehen, ob der Gedanke aufgeht. Monaco, genau, das lasse ich soweit und, ups, ich nehme wieder mehr Sprit mit. Reicht auf jeden Fall. Die härteren Reifen sollen es sein und mal kurz auf das Wetter geschaut. Ah, das passt. Super, für die nächsten Minuten auf jeden Fall. Dann bekommen wir mal ein Gefühl für die Strecke, später nochmal mit den Options. Ja, Reifen schon müssen wir hier gar nicht. In Q1 mit den härteren weiterkommen, wäre schon schön. Also im Qualifying könnte man schon einiges erwarten nach dem letztjährigen Qualifying, da auf Legende. Ja, bloß, wie wird das hier enden, der Spaß? Monaco ist eins der Rennen, jetzt habe ich die Linie überfahren, hat aber keinen interessiert. Monaco ist eins der Rennen, wo ich hier bei F1 2015 noch nicht gepunktet habe. Würde ich sehr gerne ändern. Muss auch mal sein. Ich warne dich jetzt nur vor. Die Haarnadelkurve, also die Löwskurve, ist keine Gelegenheit zum Überholen. Doch. Wenn du nicht führst, bist du vielleicht versucht, in Runde 1 innen vorzufahren. Ja. Das ist der beste Weg, um einen Flügel zu verlieren. Nicht unbedingt. Selbst im Gänsemarsch kommt man kaum um die Kurve. Bau keinen Unfall, okay? Also, direkten Unfall mit Nase ab habe ich da jetzt noch gar nicht gebaut. Wenn, dann waren es die anderen, die sich eine Nase abgefahren haben. Ein Sauber auf jeden Fall, der dann rechts, ups, das Heck, der rechts überholen wollte, oh, im Tunnel. Oder
Lotus Force India waren da auch schon um uns herum. Haben wir alles schon erlebt. Wir haben auch schon erlebt, dass ich das freie Training und das Qualifying nicht beendet habe. Im McLaren Honda. Ja, auch das gab es schon. Wetterbericht. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Dann lass mich mal in Ruhe. Okay, geht in Ordnung. Ja, freies Training. Ein was will ich hier noch einbringen? Eine Frage von Lukas Gradke. Du hast gefragt, wie ich das sehe mit Lotus und Renault. Finde ich Renault besser als Lotus in erster Linie? Ist Renault Lotus. Das Team wurde ja übernommen, anderer Name, ein paar vielleicht andere Leute, aber im Grunde ist es ja das gleiche Team. Von Saison zu Saison gibt es ja auch Veränderungen beim Personal. Und ist es jetzt schlechter? Wenn man auf die Punkte schaut, ja. Warum sind sie schlechter? Na, einerseits haben sie einen Motor um zwei Stufen. Einen zwei Stufen schlechteren Motor hinter uns ist ein Toro Rosso. Von Mercedes zu Renault. Zwei Stufen nach unten und groß den Wagen entwickeln, was eben auch mit dem Motor geschehen muss, konnten sie auch nicht, weil sich die Frage, ja, welchen Hintergrund haben wir 2016? Renault, steigen die nun wirklich ein? Fest war es ja erst sehr spät. Deswegen konnten sie ihren Wagen da nicht großartig entwickeln, haben sie dann auch gesagt nach dem Saisonstart. Die hoffen dann eher auf 2017, also 2016 eher der Übergang. Und insofern, als sie, weil sie schon einfach weniger Punkte geholt haben, ja, Renault ist schlechter als Lotus und eine Täuschung für mich jetzt persönlich nicht, weil der Motor ist schlechter geworden, die Entwicklung war eingeschränkt, damit konnte man schon erwarten, also für mich persönlich jetzt keine Enttäuschung. Und ja, die Fahrer, sind die schlechter geworden? Denke ich mir gerade so noch nebenbei. Grosjean sollte besser sein als Magnussen und Jean-Léon Palmer. Und besser als Maldonado sollten die beiden auch sein. Aber an sich, wenn man sich eben die ersten Rennen einschließlich Kanada 2015, 2016 bei den beiden Teams anschaut, also bei dem Team, bei den beiden Namen, dann kann man ganz klar erkennen, Lotus hat mehr Punkte geholt als Renault. Wie das dann nächstes Jahr aussehen wird, ha. Steht alles in den Sternen, weiß man ja alles nicht. Große Regeländerung, wer kommt wie damit gut zurecht? Wer arbeitet besser vor? Wer kann besser vorarbeiten? Wer hat das glückliche Händchen? Wer kann vielleicht ein kleines Schlupfloch im Regelwerk nutzen? Wird man mal sehen. Fragen über Fragen. Und eine gute Frage ist auch, ob ich das Rennen hier in den Punkten beenden werde. Ich hoffe ja. Ich muss ja. Ich will ja. Vettel ist jetzt wieder drin. Naja, nur eine Kleinigkeit am Rande. Du, Lukas, du hast doch gefragt, ob ich dich erwähnen kann. Also wenn ich mich in irgendeiner Folge, in irgendeinem Video auf Zuschauerkommentare beziehe, dann komme ich auf den Ursprung der Frage zurück. Also wer sie gestellt hat und dergleichen, da musst du dir keine Gedanken machen und da brauchst du und auch andere nicht unbedingt danach fragen, ob ich dich erwähnen kann. Weiß nicht, es klingt im ersten Moment irgendwie so aufmerksamkeitsgeil. Jetzt nichts gegen dich, aber allgemein hat auch schon mal Fragen bekommen, ob ich einfach so mal jemanden erwähnen kann. Frage ich mich aber, wozu? Warum sollte ich jetzt irgendjemanden erwähnen? Dann kommen alle an, die erwähnt werden wollen und dann sage ich Hallo zu insgesamt, sagen wir vielleicht mal 100 einzelnen Zuschauern. Also sowas nicht und ja, bei einer Frage habe ich in der Vergangenheit schon so gehabt, gehört ja auch dazu, weil die Frage kommt ja von irgendwoher. Und das ist ja auch gewissermaßen Zuschauereinbindung. Also solche Fragen, wie kannst du mich erwähnen, ob jetzt im Zusammenhang mit einer Frage oder einfach so, die braucht ihr nicht stellen. Das entscheide ich. So. Ich habe mich jetzt auch entschieden, ich werde jetzt mit den härteren Reifen hier mal etwas ernster fahren. Wir sind ja nicht nur zum Quatschen hier. Also ich schon, aber ich fahre nebenbei auch noch. Ich muss fahren und quatschen. Ihr quatscht nicht, ihr schreibt höchstens was in die Kommentare und schaut still zu. Und denkt euch vielleicht euren eigenen Teil.
Bei irgendeinem Überholmanöver, bei irgendeiner Aktion. Oh Mann, was ist da passiert? Oder... coole Sache. Oder ihr regt euch einfach über mich auf. Kann ja auch sein. Dann seid ihr wiederum nicht still. Ja, Vorteil heute in Monaco. Bei mir ist es jetzt nicht allzu warm draußen. Auch überhaupt ist das Wetter gerade sehr angenehm. Dann spielt diese Belastung schon mal keine größere Rolle. Falls ihr im Hintergrund irgendwie was hören solltet, unangenehme Geräusche. Ich habe im Nachhinein gemerkt... Oh. Im Nachhinein, früher bei F1 2013, bei meiner Renneinstimmung, da habe ich auch angemerkt, na, wenn ihr was hören solltet, zum Beispiel das Lenkrad, weil ich da noch mit Force Feedback gefahren bin, dann bitte ich das zu entschuldigen, irgendwas gerappelt oder dergleichen, hat man es nicht gehört, weil das Mikrofon jetzt auch nicht so viel eingefangen hat. Mein Mikrofon jetzt ist zwischen Lenkrad und mir, wie gewöhnlich, aber ist natürlich ein ganz anderes als damals, aber weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade hört. Im Hintergrund könnten ein paar Baugeräusche sein. Draußen wird immer noch fleißig groß gebaut und heute mal länger. Deswegen vorab, wenn ihr was hören solltet, Entschuldigung dazu, weil ich werde es höchstens erst im Nachhinein der Aufnahme hören. Jetzt habe ich meine Kopfhörer auf und ich weiß nicht, was das Mikrofon da genau einfängt oder wie laut die gerade wirklich sind, weil ich höre das Spiel und ich höre auch mich. Wer ist denn da vorne so langsam? Sieht nach einem Red Bull aus. Danny Ricciardo, oder? Ich habe jetzt nicht wirklich gelesen, es war aber ein längerer Name und sieht aus wie ein Red Bull, ja. Quert ist ja deutlich kürzer. So, ab in den Tunnel. Wir sind jetzt auf gleichen Reifen unterwegs. Danny Ricciardo, würde ich annehmen, fährt auf Fett und fährt auch mit weniger Sprit. So, Hafenschikane. Oder auch... Huch. Na? Jetzt komme ich zu weit nach außen. Uiuiui, gefährliche Ecke. Ich kenne es ja aus der allerersten Saison. Ja, der für mich schönste Teil ist wirklich Hafenschikane, Tabak und ums Schwimmbad herum. Das finde ich in Monaco besonders schön. Aber auch oben am Casino gefällt es mir. Wir kommen da jetzt raus, gescheißer. Jensen Button, aha. Darf ich da? Boah, Soundaussetzer. Vorbeigekommen sind wir. Reifen quietscht, der linke vordere Reifen. Der da etwas entlastet ist. Gleich mal 1,5 Zehntel langsamer durch verschiedene Umstände. Ich glaube, ich fahre bis Runde 8, bis Runde 9 in etwa. Jetzt bleibe ich hier mal im zweiten Gang, um die mal mehr auszufahren. Die Problematik ist ja allseits bekannt. Die KI kommt grundsätzlich besser mit langsamen Kurven zurecht, wo ich im zweiten Gang raus muss. Je niedriger der Gang, desto schlimmer. Wobei die Haarnadelkurve, erster Gang, hier nicht so schlimm ist. Weil man da jetzt auch nicht großartig rausbeschleunigt. Habe ich mal den dritten Gang probiert. Muss aber nicht sein. Jetzt bleibt der vordere linke wieder stehen. Der kurvenäußere Reifen da. Gut, gerade eben machen wir kurz in dem leichten Knick. Und hier hinten, da haben sie uns ja immer bekommen. Weil mein Ausgang da besonders beim Red Bull nicht so besonders war. Jetzt bin ich hier schon sehr spät auf die Bremse gestiegen. Muss man ja entscheiden. Entweder Kurve bekommen und diese auch wirklich bekommen. Oder... ab in die Leitplanke, oder? Lenkung öffnen und ab in die Auslaufzone. Ich fahre noch gar nicht auf Fett, oder? Kann ich in der nächsten Runde mal machen. Hier muss ich auf Sec aufpassen. Da könnte ich ja den dritten Gang zur Hilfe nehmen. Ich mach's schon mal. So. Noch mehr auf die Ausgänge achten.
Hier unten beim Hafen wird der Sound wieder aussetzen. Jetzt musste ich hier am Ausgang wieder was rausnehmen, ansonsten wäre es in die Leitplanke gegangen. Ah, jetzt wird der Wagen nicht rum. So schnell geht's schon auf Platz 8. Interessant. Naja, die Sicherheit, die Konstanz ist ja die erste Frage, die jetzt zu klären ist. In Monaco. Dennoch verbessert, trotz der ersten Kurve. Schön. Etwas zu weit innen gefahren. Oh, da bin ich jetzt links angeschlagen. Ob unser Monaco-Rennen so toll wird wie das echte 2016er-Rennen, weiß ich nicht. Regen brauche ich nicht unbedingt, nicht hier in Monaco, nicht als Fahrer. Auch wenn wir damit auf Experte besser zurechtkommen als auf Legende, weil wir nicht so einen Druck haben, noch schneller zu sein, weil wir sowieso schon Rückstand haben auf die Konkurrenz. Hier muss es echt nicht regnen. Nicht in dieser Saison. Hatten wir schon wieder so viel übermäßig viel Regen. Auch in Spanien. Jetzt scheinen wir gleich wieder Button überholen zu müssen. Wir schauen ihn uns mal an, wie er so fährt. Wird aber allgemein langsamer sein. Vettel ist aktuell auf der 7 vor uns. Hier kommen sie schon mal besser in den Tunnel rein. Ich fahre die Runde jetzt aber rein, wir sind schon bei Runde 9. Bin im Qualifying mal gespannt. Das war jetzt eher abkürzen. Da schaue ich mal kurz nach. Will ich, ja? So, jetzt umschalten. Ja, dankeschön. Jupp, war abkürzen. Was man auch sehen konnte, in echt, hier fahren die Fahrer nicht mit Vollgas durch. Das kann ich grundlegend machen mit dem Manama Russia konnte ich das nicht machen, als ich hier die Renneinstimmung gefahren bin. Weiß schon gar nicht mehr, wie das mit dem McLaren Honda war. Aber mit dem Manner war da Vollgas keinesfalls drin. Drüben beim Schwimmbad. Diese Rennen, sieht putzig aus. Aber je nachdem, wie viel Zeit zwischen unserer Box und der Einfahrt liegt, müssen die halt schneller rennen oder halt langsamer. Hätten wir ganz hinten unsere Box, dann könnten die auch langsamer rauslaufen. Aber hier im Spiel gibt es ja keinen Knopf, wo man sagen kann, hier, ich will an die Box kommen. Was ich eben noch ganz gut aus zum Beispiel Grand Prix 4 kenne. Oder was es ja auch in echt gibt. Die sagen einem hier, Boxenstopp, die und die Runde und dann sind wir in der Runde und man muss es eben noch mit einem Knopf bestätigen. Damit die Leute in der Box wissen, dass man das auch verstanden hat, damit es auch angekommen ist. Damit die so eine Rückmeldung haben. Wir ziehen die weicheren auf. Benzin werde ich so beibehalten. Jetzt habe ich hier gewechselt. Wollte mir doch bloß die Reifen anschauen. 5% ist gar nicht viel, aber die halten ja auch verdammt lange, die Reifen. Was sagt das Wetter? Es wird bewölkter. Interessant. Hat uns jetzt aber nicht so großartig zu interessieren. Jetzt im freien Training ist es nicht ganz so wichtig. Dennoch kann Trockenheit da nicht schaden. Bin mal gespannt, ob es dann später wieder wirklich bestraft wird bei F1 2016, wenn man die Boxengassenlinie im Ausgang nicht erwischt. Wenn man sie eben erwischt und überfährt.
Hier wird es ja meistens bloß mit einer blöden Verwarnung gehandhabt. Oder eben gar nicht. Vettel ist jetzt wieder drin. Die Runde werde ich mal überwiegend auf Standard fahren. Oh ja, die Reifen habe ich jetzt in der Linkskurve gemerkt. Deutlich mehr Grip. Schön. Eine Dreiviertelsekunde. Bei mir wird der Unterschied etwas größer ausfallen, weil ich mit den Reifen allgemein besser zurechtkomme. Ja, das ist wirklich sehr schön. Bums. Von den ganzen Stadtkursen, die wir haben, Baku jetzt mal ausgeschlossen, weil das muss ich noch fahren, das Dingens, und da finde ich Monaco wirklich als die schönste Strecke. Sie ist einfach ein Klassiker, sie kenne ich eben schon als Stadtkurs am längsten. Singapur finde ich jetzt zum Fahren nicht so toll, zum Anschauen schon, bei Nacht und allgemein Stadtrennen eben. Und je mehr Stadtrennen, desto mehr verliert eben dieser Stadtrenncharakter den Reiz, finde ich. Habe ich ja auch schon bei der Renneinstimmung angesprochen. Jetzt wird gerade draußen ordentlich geklopft, das höre ich gerade über die Kopfhörer. Hindurch. Vielleicht hört ihr auch gerade ein Klopfen draußen. Hört mal, wer da hämmert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah. Das habe ich vergessen runterzuschalten. Deswegen das Untersteuern. Ups. Da kam jetzt auch hier gerade leicht das Heck rum. Vor der Hanadelkurve. Und wir fahren ja noch nicht auf Fett. Wir fahren auf Standard. Wir werden bestimmt im Rennen wieder ordentlich sparen, also alles raushauen werde ich vielleicht gar nicht. Je nachdem, was die Rennsituation hergibt. Muss ich drauf zurückgreifen? Kann ich nicht drauf zurückgreifen oder will ich nicht drauf zurückgreifen? Wenn ich mit dem Wagen noch etwas unsicher bin oder dann einfach sehe, dann macht irgendjemand nicht Druck und unsere Position ist ansprechend. Enge Geschichte wieder beim Schwimmbad, allseits bekannt. Reifen stehen geblieben, hat sie geraucht. Das war ein guter Ausgang. So, dann fahren wir mal auf Fett. Das schiebt uns auch den Berg besser hoch. Etwas zu weit raustragen lassen. Im dritten Gang muss ich bloß hier hinten sein, wie es scheint. Zu spät angefahren. Reifen haben minimal quietschen wollen. Man hat es zumindest im Ansatz gehört. Im Qualifying war ich ja letzte Saison, stimmt. Da war ich auf Standard auch deutlich besser unterwegs als auf Fett, ne? Das war ja mal dieses Phänomen. Fällt mir gerade mal so ein. So, letzte Kurve gleich wieder. Oh, da hat mir die Wand auch einen leicht mitgegeben. Eigentlich dürfte der Wagen schon ordentlich demoliert sein. Aber wir sind ja im Spiel. Mittlerweile sind wir auf Platz 9, Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Aktuell dürften wir noch unsere beste Runde, die auf den härteren Reifen oben stehen, haben. Ich werde mal weiter auf Standard fahren. Ich will es wieder ausprobieren. Ja, habe ich schon kommen sehen. Das war zu knapp mit den Vorderreifen, zu früh rein. Hoppa, wow. Ja, ja.
Da bin ich schon mal gefasst für das Rennen. Das lasse ich mal so stehen. Hier geht's weiter. Kommt gerade niemand also weiter. Immer noch keiner. Es war jetzt einfach unvorsichtig, wie ich hier wieder raus bin im zweiten Gang. Wenn mir das im Rennen passieren sollte, da anecken, gut. Dann aber bitte nicht sowas, um danach noch die Nase zu schrotten. Die Nasenfrage hat sich die Saison bisher noch gar nicht wirklich gestellt, weil in Spanien hat meiner Meinung nach Rosberg ganz klar die Situation zu verschulden, die wir da hatten, wo uns die Nase abgeflogen ist. Und wirklich platzentscheidend war dann eher die 10-Sekunden-Strafe. Die Aktion mit Rosberg hat uns den Platz gegen Vettel gekostet und die Strafe im Nachhinein eben nochmal den Podestplatz. Aber jetzt haben wir den nächsten Versuch. Bin mal kurz einhändig gefahren. Auf einer halbwegs geraden, mal kratzen. Der Track ist aber gerade ziemlich frei für uns. Ich will mich ja nicht drüber beschweren, da war ich jetzt zu spät mit der Bremse. Hey, komm wieder leicht rum. Schön ist das nicht. Das war auch wieder knapp an der Bande entlang mit dem Hinterreifen. Okay, das war jetzt zu viel des Guten. Ich bin ja auch zu weit innen angefahren. Die erste Kurve. Das war jetzt mal flott. Etwas mit den Gängen gespielt, dritter, vierter Gang im Wechsel. Na, da kann ich mehr hingehen. Hat uns jetzt wohl keine Nase gekostet. Ich höre zumindest nichts flattern. Kein Luftstrom. Nee, alles in Ordnung. Oh, die letzten 5 Minuten schon, dann ist das erste Monaco-Abenteuer vorbei. Hat wohl gerade jemand aus der Box, ich habe gerade Reifen quietschen gehört. Da ist doch wohl jemand hinter uns abgeflogen, dann hätte es doch eine Flagge gegeben. Da will jemand raus. So, zeitenmäßig haben wir uns verbessert, aber die erste Kurve habe ich ja geschnitten. Das war jetzt nicht ganz so flott wie in der letzten Runde. Oh, da vorne ist ein Männer. Und der ist richtig langsam. Sound stockt wieder etwas. Die letzte oder den Rest fahre ich jetzt nochmal auf Fett. So, wo wird er uns ärgern? Roberto Meri. Na, zu weit. Hoppa. Ich glaube, er hat mich schon irgendwie indirekt geärgert. Ich wollte wohl überholen. Nee, natürlich nicht. Rundenzeit nochmal immens verbessert. Aber nicht im letzten Sektor.
Jetzt komme ich hier etwas zu weit nach außen. Nochmal verbessert im ersten Sektor. Ah, da kommt gleich der zweite an. Ah, ist das hier ein Teamkollegentreffen? Wo ist denn mein Teamkollege? Jetzt komme ich hier besser entlang. Oh. Ja, das ist Monaco. Verdammt schwierig. Er hat auf jeden Fall die rot markierten Reifen drauf. Aber da können wir schon mal ein klein wenig üben. Im Ernstfall. Bestenfalls fahren wir vorne weg. Aber wann bin ich schon mal Monaco vorne weggefahren? Oben am Casino könnte ich ihn wieder bekommen. Hier hinten werde ich nicht bekommen auf Stadt Ziel. Ich komme in etwa gleich so gut raus wie der Männer. So, ziemlich schon daneben. Jetzt wird's was. Oh, wir haben uns berührt. Aber er ist nicht abgeflogen. So, diese und die nächste Runde hätten wir noch. Will ich nutzen. Ein Zehntel hat's gekostet. Vettel jetzt auf der 1. Ah, da ist ja noch der nächste Männer. Mann. Jetzt fahren die gerade alle ihre schnellen Zeiten. Wie aktuell auf der 8? 9? Zu spät eingelenkt. Kostet mich jetzt auch in der Schikane Zeit. Das war jetzt gut in der Schikane. Hat mir zumindest gefallen. Das war jetzt weniger gut. Das war zweit außen. Das war ein guter Ausgang. Wirklich am Limit. Die erste Kurve war schon mal Murks. Letzte Runde. Oh, muss ich korrigieren. Da war ich mit dem Lenkrad zu weit innen. Behinderung. Oh, eine Viertelsekunde habe ich denn noch hier gefunden. So, jetzt tucke ich gerade hinterher. Komme gerade wieder aus meinem kleinen, schnellen Rhythmus raus. Oh, berührt. Ganz leicht. Das machte die KI immer ganz gerne hier bei Tabak. Und ich komme vorbei. In der letzten Runde. Letzte Runde, Platz 1 gesichert. Nee, das wär's aber. Das wäre was für das Rennen. Glaube ich aber nicht dran. Schön wäre es schon. Halte ich aber eben für unrealistisch. Zu unrealistisch. Hoppa, das Heck. Na, es ist ganz geblieben. Reifen noch zu warm. Gleich nochmal nach rechts. Gibt es auch gelbe Flaggen wegen uns? Na gut. Freies Training zu Ende. Wir sind noch einen Platz nach hinten und die Eindrücke waren wieder sehr lehrreich. Hoffentlich kann ich sie auch weiterhin gut umsetzen. Im heutigen Training Erster geworden. Das ist keine Überraschung, wenn man bedenkt, wie hart das Team dieses Wochenende gearbeitet hat. Etwas gut Zeit werde ich auf jeden Fall noch finden, gehe ich mal von aus. Und gab es irgendwelche Vorfälle? Also Strafen gab es schon mal nicht. Nein, da kann ich zumindest nichts weiter erkennen. Und wir waren auch, na gut, in Monaco kann man nicht verabkürzen. Wir waren ziemlich genügsam. Ein paar Rennen gibt es noch, wo ich bei F1 2015 noch nicht gepunktet habe. Einerseits hier in Monaco oder auch andererseits in Abu Dhabi. In Singapur gab es ja nur in der ersten Saison Punkte. Gleichzeitig waren es ja auch die ersten Punkte überhaupt. Und hoffentlich kann ich hier Monaco von der Punktlosenliste streichen, aber das muss ich gewissermaßen auch. Aber erst einmal kommt das Qualifying und bis dahin macht's gut und ciao, tschüss.